Herzlich willkommen an alle Anwesenden, physisch Anwesenden, egal wo, hier im Studio der Arge Kultur und zu Hause oder sonst, wo sich wer befindet. Herzlich willkommen auch beim Livestream dieser Programmpräsentation für das diesjährige Open Mind Festival. Open Mind, Open Body heißt es. Und ich darf kurz vorstellen, wir sind hier eine ganze Armada von Menschen, die das heute präsentieren werden in der nächsten Stunde. Neben mir Theresa Serafin. Hi. Mit der ich und wir das große Glück und haben, dieses Open Mind Festival jetzt heuer tatsächlich zum letzten Mal kuratieren zu dürfen. Theresa, du verlässt uns die Arge wieder Richtung München und das ist jetzt die fünfte Ausgabe, die wir gemeinsam gemacht haben und noch machen und das ist sehr, sehr schön. Und ja, noch einmal, ja. For the last time vielleicht. Mal gucken. Herzlich willkommen natürlich. Und Ursula Schwarz und Yvonne Schäfer, die als Künstlerinnen in dem Festival mit dabei sind und auch ein bisschen was über ihre Arbeiten und ihre Erfahrungen mit dem Thema und mit dem Format, das wir gewählt haben, erzählen werden. Schön, dass ihr da seid und auch noch was dann gleich ins Mikro sagt. Genau. Bevor wir beginnen, ganz wichtig, dieses Open Mind Festival ist insofern für uns eine Neuerung oder ein Auftakt, in dem wir auch dieses Festival nutzen, um unsere digitale Spielstätte, das digitale Foyer zu eröffnen. Wer das vielleicht mitbekommen hat, wir haben Anfang des Jahres ein Bauprojekt vorgestellt, das wir vorhaben, visioniert haben. Es ist noch längst nicht finanziert und es ist auch noch längst nicht konkret geplant, also von der Realisierung weit weg. Aber dieses Bauprojekt dient quasi als Template für unsere digitale Spielstätte. Und damit man da schon mal einen Eindruck gewinnt, gibt es ein kleines Video. Bitte, wie hat man früher gesagt, Mats ab, glaube ich, war das im analogen Fernsehen. Genau, so soll das Foyer der Arge Kultur einmal aussehen, in echt, im analogen echt, aber das Foyer gibt es jetzt schon im digitalen echt, nämlich als digitales Foyer. Unsere neue Spielstätte, was ist das? Im Prinzip hat man es gerade schon gesehen, ein größerer offener Eingangsbereich, der sozusagen physisch entstehen soll, den haben wir gebaut oder bauen lassen für die digitale Welt und zwar in Kooperation einerseits mit Felix Ludwig. Das ist ein sehr, sehr wunderbarer Mensch, der uns da sehr, sehr hilft. Als Masterstudent der FH Salzburg, der in den letzten anderthalb Jahren an diesem Projekt mit uns zusammengearbeitet hat. Vielen Dank. Und mentoriert wird dieses Projekt von Nils Korte und Roman Senkel, die gemeinsam das Kollektiv Medienkunstkollektiv Minus Eins bilden. Und mit denen haben wir das gemeinsam realisiert über die letzten anderthalb Jahre. Das digitale Foyer selber ist ein Ort, tatsächlich, also wirklich ein konkreter digitaler Ort auf Basis der Social VR-Plattform Mozilla Hubs. Mozilla Hubs ist eine Web-App, könnte man sagen, mit der man
dreidimensionale Räume bauen kann und die auch zugänglich machen kann. Man hat dann Spielfiguren, Avatare, mit denen geht man da rein und dann trifft man sich da drin und kann sich unterhalten. Wir werden das gleich ein bisschen näher angucken. Und kann da drin dann auch Dinge stattfinden lassen, zum Beispiel Kunst und Kultur. Was uns ganz wichtig ist, Mozilla Hubs ist eine Open Source Software, das heißt, sie ist also öffentlich, wird kollaborativ entwickelt und weiterentwickelt, ist also nicht proprietär, sondern ein Common Good, eine Allmende. Warum das wichtig ist, da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal dazu. Das heißt, jeder kann die im Prinzip nach Belieben gestalten und verändern und ist eben nicht wie andere VR-Angebote Teil oder im Besitz von Monopolen, monopolartigen agierenden Konzernen. Das ist uns nochmal ganz wichtig, das schon vorausschickend. Das ist dieses digitale Foyer. Das wird ab jetzt mit dem Open Mind Festival und dann im kommenden Jahr immer wieder bespielt. Also wie unser Saal im Analogen, wie unser Studio, wo wir gerade sind, im Analogen gibt es jetzt auch dieses digitale Foyer als Spielort der Arge Kultur. Und das Erste, was da drin stattfindet, ist unser Open Mind Festival, Open Mind Digital Body. Und worum es da im Speziellen geht, das erzählt jetzt Theresa. Ja, genau, das erzähle ich. Und auch nochmal, genau, zurück die ganzen Blumen. Es ist jetzt das fünfte Festival, das wir machen. Es ist eine große Freude, es jetzt nochmal zu tun. Und wir sind, glaube ich, alle ganz aufgeregt. Und für uns ist es irgendwie auch besonders, wie sich diese Festivals in den letzten Jahren entwickelt haben und dass wir hier jetzt nochmal so was ganz Neues, Besonderes wagen, was für uns alle in den letzten 1,5 Jahren in der Vorbereitung eine große Challenge, Aufregung, Begeisterung, Faszination ausgelöst hat. Und das, was sozusagen formal uns beschäftigt hat und das digitale Foyer ausgelöst hat, für uns begründet hat, hat uns auch inhaltlich beschäftigt, nämlich die Frage, wie sich unser Zusammenleben, aber vor allem ein konkreter Begriff, der im Zentrum steht, unsere Arten von Berührung geändert haben, verändert haben in den letzten 2 Jahren während der Pandemie und die Frage, inwiefern Berührung im digitalen Raum denn überhaupt möglich ist, möglich sein kann. Und das ist etwas, da haben wir, wie wir das immer so machen, so ein Jahr vorher angefangen, uns diese Frage zu stellen, zu schauen, wie kann man denn darüber sprechen und haben eigentlich diese Frage gleich weitergegeben. Geben an Künstlerinnen, da kommen wir später nochmal dazu, aber diese Frage der Hybridität unserer Gegenwart, also die analogen Räume, in denen wir uns weiterhin aufhalten, in denen wir hier zusammensitzen und gleichzeitig die digitalen, vielleicht nicht mehr nur Erweiterungen, sondern sozusagen gemeinsamen Existenzen, die wir dabei eingehen, die sind total entscheidend für dieses Festival. Das beschäftigen wir uns sowohl künstlerisch als auch diskursiv, wie wir das immer machen. Und das ist sozusagen etwas, was auch politisch und gesellschaftlich in den letzten 2 Jahren nochmal einen riesigen Pfad aufgenommen hat. Nicht nur durch die Pandemie, sondern auch durch Konzerne, die da ganz klar vorne mit dabei sind, wie zum Beispiel eben Mark Zuckerberg mit seinem Metaversum, das habt ihr wahrscheinlich alle mitbekommen, Facebook heißt jetzt nicht mehr Facebook, sondern ist Teil von Metaverse und der Journalist Thomas Assheuer sagt dazu schon vor einem Jahr auch, im Metaversum ist das Virtuelle nicht länger ein Bestandteil der realen Welt, sondern umgekehrt. Die reale Welt ist Bestandteil eines unendlichen digitalen Raumes, in dem Geld und Daten fließen, frei und ungehindert, zum Wohle der Menschheit. So, zum Wohle der Menschheit steht da jetzt so. Ob das so ist, werden wir herausfinden und inwiefern in diesem Raum Berührung, und zwar wir sprechen wirklich von einer körperlichen Erfahrung von Berührung, von Nähe, von Intimität, von Begegnung zwischen Menschen möglich ist und welche Rolle die Räume und aber auch die Körper, die wir in diesen digitalen Räumen annehmen können, spielen, das beschäftigt uns auf diesem Festival. Genau, ganz konkret. Wie sieht es aus? Gunther, wenn ich dich kurz bitten darf, den Timetable einzublenden für dieses Festival. Wir haben hier eine Programmübersicht. Wir haben 4 Tage, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag nächste Woche. Wir verschieben den Punkt, wie man teilnehmen kann. Das ist nämlich etwas komplexer als sonst. Auf nach dem Programm, also das werden wir auch noch im Detail erklären, aber jetzt geht es mal tatsächlich
ums Programm an sich. Wir fangen an mit dem, was wir gut können oder mit dem wir viel Erfahrung haben, nämlich reden. Wir fangen an mit unserer Diskursreihe Hybrid Realms. Die sehen wir unten jeweils jeden Abend um 20.30 Uhr im Saal bzw. im digitalen Foyer. Wie gesagt, wie das genau funktioniert, da kommen wir gleich dazu. Der erste Teil In Between Spaces, der zweite Teil In Between Bodies, der dritte Teil In Between Places und der vierte Teil am Samstag, der Abschluss In Between People. Worum geht's da? Also Hybrid Realms, die Grauzonen zwischen dem Analogen und dem Digitalen, die hybriden Bereiche, damit setzt sich diese Diskursreihe auseinander, die wie übrigens jedes Jahr, wenn wir im Open Mind Festival Diskurs machen, gefördert wird von der Österreichischen Gesellschaft für politische Bildung. Vielen Dank dafür. Der erste Teil, In Between Spaces, am Mittwoch, den 16.11., der setzt sich genau mit dem auseinander, was du gerade schon angeskizziert hast. Also das, ich habe hier dieses Buch von Matthew Ball, das Metaverse. Was ist das eigentlich? Und erster wichtiger Punkt, das Metaverse ist nicht identisch mit der Plattform von Facebook gleichen Namens. Ganz, ganz wichtig, wir haben heute Morgen vielleicht neben den ganzen News aus den USA auch diese News aus den USA gelesen, dass Facebook 8.700 Mitarbeiter entlassen wird, was viele Gründe hat, unter anderem aber auch natürlich mit dem Metaversum. Das Metaverse von Facebook ist eine Plattform in diesem neuen Internet 3.0, 4.0, in diesem digitalen Raum Metaverse. Es ist ein bisschen so, als würden die Salzburger Festspiele oder das Burgtheater sagen, sie sind das eine Theater in Österreich. So ist es auch bei Facebook. Die haben ihr Metaversum-Projekt The Metaverse genannt, aber es ist bei Weitem nicht das Einzige. Es gibt da viele Plattformen, viele Orte und wir haben einen gebaut, der da auch mitspielt, nämlich unser digitales Foyer auf Mozilla Hubs. Darum wird es gehen in diesem ersten Beitrag von Hybrid Realms. Es geht tatsächlich um digitale Räume und vor allem geht es darum zu diskutieren, welche Chancen und Möglichkeiten diese Räume eröffnen und sagen wir mal, welches dystopische Potenzial, und das ist groß, diese Räume haben. Der Thomas Assheuer, den du gerade zitiert hast, sagt, ein großes Problem gesellschaftlich ist möglicherweise, auch politisch, dass sich in solchen virtuellen Welten er sagt Netzbürger, die NetzbürgerInnen ist natürlich auch gemeint, sich eigentlich entfernt vom Staatsbürger, von der Staatsbürgerin. Also die Frage, warum soll ich denn, wenn es alles möglich gibt im Metaverse, warum soll ich denn noch wählen gehen und in der realen Welt Veränderungen erwirken, wenn ich mir doch jede Welt erschaffen kann oder erschaffen lassen kann von großen Konzernen? Das ist so die Frage, die da so am Horizont schwebt. Und wir sprechen über diese Utopie, Dystopie-Frage, das, was den Leuten auch Angst macht, ganz konkret an solchen virtuellen Welten, mit zwei sehr kompetenten Menschen, einmal mit dem Soziologen Uli Meier und mit der Kultur- und Literaturwissenschaftlerin Rebecca Haar. Es wird in diesem Talk darum gehen, dass es bereits seit den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts literarische, filmische Vorläufer des Metaversums geht. Also durch die gesamte Science-Fiction-Literatur des 20. Jahrhunderts gibt es immer wieder diese Ideen von Isaac Asimov bis hin zu Philip K. Dick, bis hin zu Matrix dann am Ende. Gibt es diese Ideen von virtuellen Realitäten? Wie hängt das eigentlich mit dem Metaverse zusammen, das jetzt sozusagen entsteht? Es gibt technische Vorläufer dieses Metaverse seit den 70er Jahren. Second Life ist vielleicht auch noch ein Begriff, das 2003 online ging. Darüber werden wir reden und wir werden natürlich auch über die Gefahren reden, die damit zusammenhängen. Wie gesagt, die sind groß und es hat vor allem damit zu tun, glaube ich, dass das Internet, wie wir es heute benutzen, ja, trotz der großen Konzerne eigentlich ein freies und demokratisches Projekt war oder noch ist. Also dass wir überhaupt sowas wie HTML haben, eine Programmiersprache, die jeder bedienen kann und die jeder lernen kann und mit der jeder Websites bauen kann oder dass wir überhaupt von jedem Computer aus jede Website ansteuern können. Diese Grundlagen sind vor Jahrzehnten gelegt worden in einem demokratischen Zusammenhang. Das Metaverse entsteht gerade als Eigentum von Konzernen und da werden wir drüber reden an diesem ersten Abend, also sozusagen das Big Picture. Am zweiten Abend, Hybrid Realms In Between Bodies, der Titel verrät es schon, geht es dann sehr viel spezifischer um unser eigentliches Festivalthema, nämlich das Thema Körper, Körperlichkeit, Berührung, Präsenz im digitalen Raum. Das hat vielleicht auch der eine oder die andere mitbekommen, dass es im Metaverse von Facebook nur wiederum die ersten Beschwerden und auch Klagen offenbar gibt im amerikanischen Raum über sexuelle Belästigung im digitalen Raum. Also das, was sozusagen auf
Social-Media-Plattformen verbal oft passiert oder mit Bildcontent passiert dort körperlich und wie das genau sich sozusagen dort entwickelt mit der Körperlichkeit, das besprechen wir unter anderem mit dem Psychiater und Philosophen Thomas Fuchs und mit Katha Spiel, der die WissenschaftlerIn mit Fokus auf Informatik, Design und kritische Theorie ist. Und dieser Abend ist auch nochmal ganz schönes diskursives Begleitprogramm, vor allem zu Yvonne, deiner Arbeit, die sich dann genau mit so einer Frage von Consent auch im digitalen Raum, von Körperlichkeit und Übereinkunft auseinandersetzt, dazu gleich mehr. Das ist der zweite Teil. Im dritten Teil, In Between Places, Space im ersten, Place, also konkreter Ort im dritten Teil, geht es wirklich um die konkreten Orte, nämlich um die konkreten Kulturorte. Die sind hier und dort überall am Entstehen, zum Beispiel bei uns in der AG Kultur mit dem digitalen Foyer. Und wir werden an dem Abend unter anderem reden, natürlich mit Roman Senkel und Nils Korte, also mit den beiden Mentoren von Minus Eins, die unser Projekt begleiten und die quasi diesen Mozilla Hubs Bereich für das Theater und die Kultur und die Kunst überhaupt erst fruchtbar gemacht haben in den letzten zwei Jahren mit großen und tollen Projekten. Und wir werden reden mit Tina Lorenz. Tina Lorenz hatten wir auch schon mal hier letztes Jahr in einem Talk, wo es um Digitalität ging. Tina Lorenz hat für unser Buch, das wir letztes Jahr rausgegeben haben, Don't Tell Show, einen Aufsatz verfasst zum Thema Digitalität. Und sie leitet die Digitalsparte am Staatstheater Augsburg, das kürzlich, glaube ich, als das innovativste Theater in Deutschland, Staatstheater in Deutschland bezeichnet wurde. Gerade deswegen, weil die sehr, sehr viel machen im Bereich Virtual Reality und digitale Räume und digitale Kunst. Und sie ist da eine absolute Expertin. Und da werden wir ganz konkret darüber reden, warum wir glauben, dass es solche Räume in Zukunft braucht. Und der vierte Teil ist dann ganz analog, nicht mehr im digitalen Foyer, sondern im Saal. Da werden wir vor allem über unsere Erfahrungen mit den Teilnehmenden der vergangenen 3,5, 4 Tage sprechen und wir werden gemeinsam essen. Das haben wir noch nicht hingekriegt, dass es das rein digital gibt. Das schmeckt zumindest nicht besonders gut. Deswegen machen wir das analog und wir werden einen Ausblick geben auf 3 Arbeiten, die im nächsten Jahr im digitalen Foyer stattfinden werden, nämlich von Gold Extra. DocuScape heißt diese Arbeit, von Interrobang, die Philosophiermaschine Salzburg, und von Reality Warping der kanadischen Choreografin Jasmine Ellis, die alle 3 eine Verknüpfung haben werden zu diesem digitalen Ort. Das ist unsere Diskursreihe dieses Jahr. Fettes Programm. Es ist nicht, finde ich, ich bin keiner, deswegen glaube ich mir da ein Urteil anmaßen zu können, kein Nerd-Thema, sondern es ist schon durchaus hochpolitisch. Gerade am ersten Abend geht es da wirklich um essentielle Fragen. Vielleicht noch, bevor wir zu Kunst kommen, eine Prognose. Es gibt die Prognose, dass bereits im Jahr 2026 mehr als 20% der Weltbevölkerung, also jeder 5. Erdenbürger, jede 5. Erdenbürgerin, mindestens 1 Stunde pro Tag sich im Metaverse aufhalten werden. Und das ist, wenn man sich anguckt, wie viele Menschen auf Fortnite, wie viele Kinder, tatsächlich Jugendliche, auf Roblox und anderen Plattformen unterwegs sind, gar keine so unrealistische Prognose. Also das wird in den nächsten Jahren, wird das Metaverse für uns alle ein großes Thema sein und die Gesellschaft und die Politik in erheblichem Maß sicher beeinflussen, egal wie es bei Facebook jetzt weitergeht. Das ist ein großes Thema und das besprechen wir in dieser Diskursreihe. Jo. So, und jetzt geht's um die Kunst, Theresa. Ja, genau, jetzt geht's um die Kunst. Und die seht ihr hier schon sozusagen in der Reihe oben drüber. Ich würde aber sagen, dass wir die ganze Frage der Zugänglichkeit auch da nachher in dem Blog besprechen, gell? Um jetzt mal bei den Inhalten zu bleiben. Und zwar ist das Open Mind Festival dieses Jahr ausnahmsweise ein produzierendes Festival. Sonst haben wir das ja so gemacht. Ich habe irgendwie heute den Frosch im Hals. Ja, ich habe ja schon, danke. Haben wir das ja so gemacht, dass wir Gastproduktionen einladen, die für uns thematisch gepasst haben, haben recherchiert wie die Blöden. Und diesmal haben wir es anders gemacht. Wir sind nämlich gezielt auf Künstlerinnen zugegangen und zwar schon im Frühjahr für das Digital Spring Festival. Das ist, wie ihr auch wisst, ein biennales Festival, was alle 2 Jahre hier an der AG Kultur stattfindet und immer schon eben mit dem Auftrag, Medienkunst zu produzieren.
Und wir fanden das jetzt einen schönen Bogen, eigentlich auch gerade im Rahmen dieses digitalen Foyer-Projektes, das über ein Jahr zu binden und Künstlerinnen aus Salzburg einzuladen, sich mit dieser Frage der Berührung, die uns beschäftigt, auch zu beschäftigen und sozusagen künstlerisch, ich will jetzt nicht sagen, Antworten zu geben, aber zumindest mal einen Raum zu gestalten, die Frage zu spezifizieren, uns Beispiele zu geben. Und da sind sehr, sehr tolle Arbeiten entstanden. Das war im März sozusagen für eigentlich alle von euch die erste Berührung mit VR und Mozilla Hubs. Das war trotzdem oder genau deswegen vielleicht eine sehr produktive und kreative Strom, in den wir uns da begeben haben. Und zwar sind es einmal, ich stelle jetzt euch vor und dann aber auch noch mal kurz die anderen. Ursula Schwarz mit einer Arbeit, Yvonne Schäfer, gleichzeitig die Künstlerin Lisa Hinterreitner mit The Shell und dann Felix Ludwig, der eben auch schon hier als unser 3D-Modeler dabei ist beim Festival, hat gleichzeitig eine Arbeit gemacht und zwar Untouchable Art. Wir sind jetzt aber heute vor allem bei euch dabei und zwar mit euren Arbeiten Niemandsland und Berührung. Und wir fangen an mit Berührung. Liebe Ursula, vielleicht erzählst du uns gleich ein bisschen, worum es da geht. Ganz kurz, Gunther, kannst du mal ein Bild einblenden von Ursulas Arbeit? Jawohl, da sind wir super. Ja. Berührung ist eigentlich ein ursprünglich analog konzipiertes Projekt, das sich dann einfach durch die Kooperation mit der AG Kultur und durch das Digital Spring Festival in den digitalen Raum verlagert hat. Und es ging immer um Berührung und um die Frage, wie kann ich Berührung, die auch durch die Pandemie, natürlich war es ein pandemiegeprägtes Thema, wie kann ich Berührung erlebbar machen, obwohl ich sie nicht direkt fühlen kann. So. Und umso spannender war es einfach auch, das dann nochmal in das Digitale zu übertragen. Und genau, du hast es schon angesprochen, also für mich war das tatsächlich einfach die erste Berührung mit VR, mit virtuellen Räumen. Es ist, sind keine Räume, wo ich mich üblicherweise weder privat noch künstlerisch oder beruflich bewege. Und es war einfach spannend, da mal einzutauchen und sich die Frage zu stellen, okay, wie kann ich Berührung da möglicherweise erlebbar machen? Und ich würde fast eher sagen, wir stellen alle die Frage mit unseren Projekten, ob das möglich ist oder nicht. Und ich bin wahnsinnig gespannt und hoffe auch, dass es einen Austausch mit dem Publikum geben kann und die uns dann die Frage individuell beantworten können. Ich glaube, dass es für jeden anders sein wird. Was man dort sieht, ist der letzte Raum. Also in meinem Projekt gibt es drei Räume, durch die man durchgeleitet wird, durch eine Stimme. Man wird begleitet durch das ganze Projekt und bekommt die Aufforderung, Berührung sich vorzustellen und zu beschreiben. Und diese Beschreibung von Berührung findet dann eine Umsetzung durch zwei Performerinnen, wovon eine einen Motion-Capture-Anzug anhat. Und dann wird diese Berührung quasi, die man sich vorgestellt hat, im dritten Raum, das ist dieser Raum, das Museum der Berührungen, dort wird diese Berührung dann archiviert. Und ich kann mir diese Berührung dann auch nochmal anschauen. Ich kann mir auch andere Berührungen anschauen von BesucherInnen vor mir. Genau. Und ich bin schon sehr gespannt, einfach, ja, was da so das Feedback sein wird, ob Berührung angekommen ist, ob da irgendeine Form von emotionaler oder körperlicher Reaktion stattgefunden hat bei den BesucherInnen des Projekts. Genau. Ja, kannst du gleich. Genau, dann schließe ich mich hier gleich an mit meinem Projekt Niemandsland. Wir haben ja jetzt viel auch schon über das Thema Berührung gehört und so habe ich mich eben in Niemandsland dem Ganzen sehr räumlich angenähert. Also das heißt, ich gehe von der Annahme aus, dass eine Berührung oder eine Begegnung, ein Kontakt zwischen zwei Personen, dass der maßgeblich beeinflusst wird durch den Raum, in dem das stattfindet und durch diesen Raum, der sich zwischen diesen beiden sich begegnenden Körpern aufspannt. Und also
einfaches Beispiel, zum Beispiel eine Ladentheke ist zwischen mir und einer anderen Person, da ist sofort irgendwie ein architektonisches oder räumliches Element, das diese Berührung irgendwie auf eine andere Art formt und beeinflusst. Und das hat alles ja sehr viel zu tun mit diesen, mit der eigenen Grenzwahrnehmung. Also ich kann sozusagen meinen eigenen Körper wahrnehmen. Ich weiß ganz klar, wo ist meine körperliche Grenze, wo ist mein Intimbereich, wo fängt der andere an. Genau. Und das ist irgendwie, während das sozusagen im analogen, realen Raum alles natürlich sehr klar ist, ist das im digitalen Raum plötzlich total entgrenzt und es löst sich alles auf. Sozusagen meine körperlichen Grenzen lösen sich auf, weil es nichts mehr ist, was ich in dem Sinne haptisch erfahren kann. Und inwiefern findet dann dieser Zwischenraum, inwiefern wird der dann, spannt er sich auf, inwiefern wird er gestaltet durch in diesem digitalen Raum, wo eben all diese sehr physikalischen Gesetze nicht mehr gültig sind. Und genau diese Fragen nach, wo beginnt dann im digitalen Raum meine Privatsphäre, wo ist meine Intimsphäre, wie kann ich irgendwie diese Grenzen auch für mich abstecken und auch einem Gegenüber abstecken. Das hat mich alles beschäftigt und so schicke ich dann in Niemandsland zwei Personen oder zwei UserInnen auf die Reise, sich diesen Fragen nach, was ist meine digitale Privatsphäre, wo beginnt die, wo endet die, was ist mein sozusagen digitales Empfinden für Intimsphäre, für wie kann ich Zustimmung geben für Dinge, wie kann ich Consent geben und so weiter. Alles in eben diesem Raum, wo uns irgendwie auch noch ein bisschen die Sprache dafür fehlt oder überhaupt das Empfinden dafür fehlt, weil es eben einfach so anders ist und dennoch sehr reale Konsequenzen hat. Genau, diese Fragen können Sie durchdeklinieren und ausloten in verschiedenen Räumen, die Sie durchlaufen werden. Das sind alles Räume, die sozusagen Nicht-Orte sind. Wir sehen jetzt hier auch zum Beispiel schon eine Szenerie, ein Beispiel. Es sind alles Räume, die uns aus unserem alltäglichen Leben sehr vertraut sind und die alle mit sehr unguten Gefühlen oder Assoziationen verbunden sind. Und all diese Räume machen auch zwischen den beiden sich begegnenden Personen eine gewisse Machtdynamik aus. Und so müssen eben genau diese Themen, diese Fragen immer wieder neu diskutiert werden zwischen den beiden. Und begleitet werden sie dabei von, oder so ein bisschen auch durchgeführt durch das Ganze, werden sie dabei von einer mysteriösen Person, einer Art erzählenden Person, von der man nicht so genau weiß, wer das jetzt eigentlich ist. Und die Person, die stellenweise auch manchmal sehr unverlässlich erscheint. Und damit thematisiere ich auch eben genau dieses Thema von eben Entgrenzung des eigenen Körpers und die Frage, ist es eine Konsequenzlosigkeit meines Handelns im digitalen Raum, die eben hinter einem Profil oder überhaupt einem Avatar im Internet steht. Also die Tatsache, dass da nichts Greifbares dahinter ist und die ganzen Probleme, die damit kommen. Und ich meine, es wurden jetzt viele Dinge schon vorher angesprochen, aber ich denke mir, wir sind jetzt eigentlich seit ein paar Jahren erst dabei, wirklich genau über solche Themen zu sprechen, wie wichtig es ist, irgendwie eigene Grenzen abzustecken, also im realen Raum, wie wichtig es ist, einfach Consent zu geben, wie wichtig all diese Themen sind. Und ich denke, wenn wir vielleicht damit im besten Falle früher schon im digitalen Raum anfangen können, als wir es im analogen Raum getan haben, dann wäre das so mein großes Anliegen, dass die UserInnen das da herausfinden können. Super, danke. Vielleicht da nur kurz ergänzend dazu, weil ich das neulich gelesen habe, wie wichtig eben genau Körper, auch die Grenzen, aber auch das Design von Körpern im digitalen Raum werden. Puma, die Sportbekleidungsfirma, hat auf Roblox einen Sportswear-Store für die österreichische und auch alle anderen internationalen E-Sports-Ligen und macht mittlerweile fast mehr Umsatz mit virtueller Kleidung als mit realer Kleidung. Also wir sind da, was sozusagen Körperlichkeit angeht, Berührung, aber eben auch das Design von Avataren, von Körpern, irgendwie schon an einem Punkt dran. Und der hat dann aber auch wiederum natürlich total damit zu tun mit der Frage, wo fange ich an, wo höre ich auf? Wir haben im Frühjahr Versuche gemacht mit VR-Brillen und Motion-Capture-Anzügen. Diese Avatare, die haben ja keine, wie gesagt, Grenzen. Ich kann mich problemlos in den Avatar eines anderen hineinstellen. Und wenn man eine VR-Brille auf hat, dann ist das erschreckend manchmal oder kann erschreckend sein. Und das ist ein total wichtiges Thema. Gerade bei deiner Arbeit, aber überhaupt im Festival.
Wir haben aber noch zwei andere Arbeiten. Genau, ergänzend stelle ich jetzt noch kurz die beiden anderen Arbeiten vor, aber nicht weniger wertschätzend. Und zwar einmal The Shell von Lisa Hinterreitner. Und zwar arbeitet die, das haben Sie bestimmt in den letzten Jahren auch immer wieder schon gesehen, genau, hier ist ein Foto davon, es ist sehr dunkel gehalten, die ganze Arbeit insgesamt, aber genau, es bewegt sich ganz fein mit Oberflächen. Also die letzten Arbeiten gingen schon auch immer um Berührung bei Lisa Hinterreitner, aber eben noch analog. Man konnte sich oben in den Saal legen, man wurde mit Fellhandschuhen gestreichelt, mit Vlies, und auch hier ist es jetzt wieder diese Oberfläche, also das Vlies, der Stoff, der da reizvoll ist, und zwar als etwas, was wir gerne berühren würden, aber es nicht berühren können. Und das ist eine Arbeit, die genau mit diesem Verhältnis spielt, und gleichzeitig gibt es in der analogen Version, das nehme ich jetzt schon mal vorweg, die Möglichkeit, auch auf einem großen Kissen dieses genau flauschigen Stoffs zu liegen, während man ihn im Digitalen nur sehen kann. Also eine wärmste Empfehlung auch für The Shell. Und gleichzeitig Felix Ludwig, der mit Untouchable Art sich sozusagen metamäßig nochmal mit der Frage der Berührung von Kunst beschäftigt. Also wann dürfen wir überhaupt Kunst berühren? Tendenziell eben eigentlich nicht, weil sie sehr weit entfernt ist und sie berührt uns auf andere Art und Weisen, emotionale oder sonstige. Und trotzdem ist da eine Materialität, vor der wir stehen und die wir aber nicht haptisch begreifen können. Und dieses Verhältnis und die Frage, inwiefern die digitale Kunst, nämlich durch die Möglichkeit der Immersion, also wenn ich eine Brille aufsetze, kann ich in etwas sein, was ich sonst bei einem Kunstwerk gar nicht kann, da stehe ich immer davon entfernt, was das für einen anderen Einfluss auf die Betrachterinnen hat oder eben dann plötzlich die Teilwerdenden des Kunstwerks, damit beschäftigt er sich. Wir freuen uns sehr, sehr, sehr auf diese Arbeiten und sind sehr aufgeregt. Müsste vielleicht noch ergänzen, dass die Berührung von Kunstwerken durch Kartoffelbrei und Tomatensuppe in letzter Zeit nochmal ziemlich wichtig geworden ist. Müsste man hier auch thematisieren. Wir haben zwei Arbeiten, die, wie wir das vielleicht jetzt rausgehört haben, eher installativ sind. Also Lisas Arbeit, die man noch sieht, und jetzt kommt auch Felix Bild, Untouchable Art, die sind eher installativ gehalten. Und eure beiden sind performativ, bei dir, Ursula, tatsächlich mit Performerinnen, mit Zweien, also mit dir und anderen Kolleginnen. Und bei dir, Yvonne, sind im Prinzip die Zuschauerinnen oder Teilnehmenden die Performerinnen, wenn man so möchte. Also das sind tatsächlich auch theatrale Arbeiten, die einen ganz wichtigen Aspekt der Liveness haben. Also es ist nicht nur Kunst angucken, sondern auch interagieren ganz stark bei euch. Das ist sehr, sehr wichtig, das nochmal zu betonen. Genau. So, jetzt kommen wir aber zur großen Frage, wie kann ich teilnehmen? Das ist ja im digitalen Raum oft immer das Kompliziertere. Wenn ich vielleicht nochmal ganz kurz den Timetable haben darf, Gunther, den wir gerade hatten. Genau, also wir sehen, das Showcase gibt es im Prinzip jeden Tag, an allen vier Tagen von 14 bis 20 Uhr. Wichtig erstmal, das ist keine Dauer des gesamten Showcases, also man muss nicht um zwei auf der Matte stehen, sondern man kann kommen und gehen, wann man möchte. Das Ganze funktioniert weniger wie eine Veranstaltung, eher wie eine Ausstellung. Ja? Man braucht ungefähr mit Wartezeit anderthalb, zwei Stunden, bis man alle Arbeiten gesehen hat. Also man sollte sich die Zeit auf jeden Fall nehmen, aber es reicht auch, wenn man um 18 Uhr kommt. Aber je früher man kommt, desto entspannter, glaube ich, wird es. Also ruhig schon um zwei kommen oder um drei. Und dann kann man alle vier Arbeiten auch sehen. Und jetzt gibt es aber einen großen Unterschied bei diesen vier Showcases im Zugang. Nämlich bei den Showcases am Mittwoch, den 16.11. und am 18.11., das steht auch hier, finden die nur im digitalen Foyer statt. Und am 17.11. und am 19.11. im Saal. Was heißt es? Vielleicht die einfachere Variante, am Donnerstag und am Samstag. Da kommt man einfach in die Arge, also tatsächlich in dieses Gebäude, kauft sich ein Ticket oder hat sich schon ein Ticket gekauft, geht in den Saal und erlebt diese vier Arbeiten relativ voraussetzungslos mit VR-Brillen. Wir haben eine ganze Menge VR-Brillen da, mit denen kann man in diese Arbeiten einsteigen und erlebt sie sozusagen dreidimensional als Teil der virtuellen Welt, aber sozusagen von einem analogen Ausgangspunkt hier in der Arge. Das ist relativ simpel, würde ich mal sagen, aber sehr, sehr spannend. Die anderen beiden Tage, Mittwoch und Freitag, da wählt man sich ein,
ganz analoges Wort, man wählt sich ein mit der Wählscheibe. Dü-dü-dü-dü-dü macht der Router im Hintergrund. Man betritt das digitale Foyer von zu Hause aus oder von wo auch man immer gerade ist, und zwar über seinen eigenen Rechner. Und jetzt kommen wir zu den technischen Voraussetzungen. Mozilla Hubs läuft im Prinzip auf jedem Rechner, läuft im Prinzip in jedem Browser. Witzigerweise ist Mozilla Firefox weniger gut geeignet als Google Chrome, ist so. Am besten also über Google Chrome. Man kauft sich ein Ticket bei uns, kostet nicht besonders viel, 10 Euro, und bekommt von uns einen Link zugeschickt. Und diesen Link klickt man an. Da kommt man dann in Mozilla Hubs rein. Man wählt sich dort einen Avatar. Wir haben eine ganze Menge Avatare zur Auswahl. Und dort trifft man dann im digitalen Foyer auf einen weiteren Link. Und dann geht man in den digitalen Saal. Da warten wiederum ein paar Avatare, nämlich wir in Form von so kleinen Manschgerln, und heißen euch willkommen. Und dann steigt man von dort aus in die verschiedenen Räume ein. Das hört sich jetzt furchtbar kompliziert an, ist es aber gar nicht. Weder von den technischen Voraussetzungen noch von der Steuerung. Und damit wir das ein bisschen besser zeigen können, haben wir ein Videotutorial gemacht, dass das auch nochmal sehr gut erklärt, und das gucken wir uns jetzt an. Hallo und herzlich willkommen zu deiner persönlichen Einführung in Mozilla Hubs, hier aus dem digitalen Foyer der AG Kultur Salzburg. Dieses Video dient dazu, dir die Basics von Mozilla Hubs zu zeigen, wie du das Beste aus deiner Zeit hier machen kannst und ein paar Tipps und Tricks, damit dein Aufenthalt hier in dieser digitalen Spielstätte so reibungslos wie möglich verläuft. Wir haben dafür ein paar Punkte, die wir besprechen werden. Zum Beispiel, was es zu beachten gilt, bevor wir den Raum betreten. Danach die Fortbewegung und zum Schluss die Kommunikation und Interaktion mit anderen Usern. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Die Reise beginnt, wie bei vielen digitalen Abenteuern, mit einem Link. Einem Link, der in etwa so aussieht. Wenn du diesen Link in deine Browserzeile eingibst oder noch einfacher draufklickst, weil du ihn per E-Mail oder in einem Discord-Server bekommen hast, wirst du kurz einen Moment warten müssen, bis die ganze Welt geladen hat. Je nach Größe der Welt und Stärke der Internetverbindung kann das vielleicht ein bisschen dauern, aber solange sich dieses Kreischen hier dreht, ist alles okay. Und wir sehen, dass wir sofort mit drei Optionen empfangen werden. Wir haben hier ganz oben das Mozilla Hubs Logo, hier einen Raumnamen, der sich natürlich von Raum zu Raum ändert, und drei Knöpfen, mit denen wir jetzt interagieren können. Der wichtigste davon ist natürlich der erste, den Raum betreten. Das erste, wonach wir gefragt werden, ist unser Name. Es wird darum gebeten, den Klarnamen zu verwenden, also den vollen Vor- und Nachnamen. Für dieses Video aber verwende ich jetzt einfach mal AG Kultur. In Mozilla Hubs verkörperst du einen digitalen Avatar. Je nach Festival oder Begebenheit können die natürlich unterschiedlich ausschauen. In diesem Fall bin ich aber ziemlich zufrieden mit unserem Standard-Avatar und würde einfach auf Akzeptieren klicken. Diese Einstellung kann natürlich jederzeit auch wieder geändert werden. Aber gehen wir einfach mal einen Schritt weiter. Jetzt kommt ein sehr wichtiger Punkt. Hier kannst du nämlich einstellen, welches Gerät du verwenden möchtest für dein Mikrofon und deinen Lautsprecher. Gegebenenfalls fragt dich dein Browser nochmal nach der Bestätigung, dass Mozilla Hubs auch nochmal auf deine Geräte zugreifen darf. Aber warum ist dieser Punkt so wichtig? Wir werden das später im Punkt Kommunikation und Interaktion mit anderen Spielern nochmal kennenlernen, aber kurz vorhin weg. In Mozilla Hubs ist es möglich, miteinander über das Mikrofon zu reden. Und wie man das von digitalen Meetings mittlerweile kennt, ist die Erfahrung für dich und deine Gesprächspartner am besten, wenn jeder ein Headset verwendet. Also schnapp dir ein paar Kopfhörer, schließ sie an dein Gerät an, wähl sie aus. Und falls du dir nicht ganz sicher bist, kannst du natürlich deine Geräte auch vorher nochmal testen. Hier zum Beispiel sehen wir, dass mein Mikrofon funktioniert und man mich theoretisch im Raum hören könnte. Zum Testen meines Lautsprechers einmal kurz auf Test Audio klicken. Nachdem ich zufrieden bin mit der Auswahl meiner Geräte, betrete ich den Raum. Nun werde ich direkt auf den Vorplatz der digitalen Spielstätte der AG Kultur Salzburg gesetzt. Und damit kommen wir zu unserem nächsten Punkt, der Fortbewegung in Mozilla Hubs. Sowie auf Windows-PCs als auch auf Apple-Geräten ist die Steuerung gleich. Den einzigen Unterschied in der Fortbewegung haben wir, wenn wir auf einem Smartphone oder einem Tablet einsteigen. Wir fokussieren uns jetzt aber zuerst einmal auf die Bewegung über Tastatur und Maus. Falls du schon mal ein Videospiel gespielt hast, dann dürfte dir die Fortbewegung in diesem Raum nicht schwerfallen. Zur Fortbewegung kannst du auf deiner Tastatur WASD oder die Pfeiltasten verwenden. Was meine ich damit? Wenn du auf die W-Taste drückst, bewegst du dich nach vorne. Wenn du die Pfeiltaste nach vorne drückst, bewegst du dich auch nach vorne. Drückst du A oder die linke Pfeiltaste, bewegst du dich nach links. Wenn du die S-Taste oder die Pfeiltaste nach unten drückst, bewegst du dich nach hinten.
Und wenn du die D-Taste oder den Pfeil nach rechts drückst, bewegst du dich nach rechts. In den meisten Fällen ist es am angenehmsten, wenn du WASD verwendest. Solltest du aber auch umgekehrt keine Lust haben, die Tastatur zu verwenden, kannst du, wenn du die rechte Maustaste drückst und hältst, ja, wir sehen hier ist ein grüner Bogen, dich auch teleportieren. Wenn dieser grüne Bogen irgendwann vielleicht rot sein sollte, heißt das, dass du dich dort nicht hin teleportieren kannst. Also rechte Maustaste halten, zielen und teleportieren. Du siehst diesen kleinen Punkt, der sich hier auf dem Bildschirm bewegt. Das ist dein Mauszeiger. Du kannst wie auf einer Webseite auf Sachen draufklicken und mit denen interagieren. Wenn du aber die linke Maustaste drückst und gedrückt haltest und die Maus in irgendeine Richtung ziehst, kannst du dich in der Welt sogar noch umschauen. Das gleiche gilt natürlich auch am Laptop mit Trackpads. Solltest du keine Maus oder ein Trackpad zur Verfügung haben, kannst du dich alternativ auch mit Q und E in einem gewissen Winkel umherdrehen. Mit Q drehst du dich gegen den Uhrzeigersinn, mit E drehst du dich mit dem Uhrzeigersinn. Und wenn wir das alles miteinander kombinieren, dann können wir uns in der Welt schon mal ein bisschen umsehen. Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase dürfte das Erforschen dieser digitalen Spielstätte kein Problem sein. Kommen wir zum letzten Punkt, der Kommunikation. Wie du siehst, sind wir nicht mal alleine in diesem Raum. Mr. Tutorial hat sich zu uns gesellt. Nun gibt es viele Möglichkeiten, wie wir mit Mr. Tutorial reden können. Wenn wir kein geeignetes Headset gefunden haben oder einfach nicht sprechen möchten, können wir natürlich mit Mr. Tutorial auch chatten. Dazu drücken wir einmal auf dieses Chatfenster hier unten und können hier dann einfach unsere Nachricht reinschreiben. Hallo, Mr. Tutorial. Und Mr. Tutorial kann natürlich dann auch dementsprechend antworten. Wie bei anderen Messenger-Services, die du gewohnt bist, kannst du natürlich auch deine Smileys schicken oder Emojis. Und falls du besonders ausdrucksstark sein möchtest, kannst du auch hier über den React-Knopf eine Auswahl an vorgefertigten Reaktionen in den Raum setzen. Diese verschwinden nach einer gewissen Zeit und man ist zurück auf Status Quo. Das Tolle aber an Mozilla Hubs ist, dass man nicht nur miteinander schreiben kann, sondern dass man tatsächlich auch miteinander reden kann. Warum haben wir uns sonst den Aufwand gemacht, uns ein Headset rauszusuchen, damit uns jeder gut versteht? Das Tolle daran ist, dass Mozilla Hubs Spatial Audio verwendet. Das bedeutet, je näher du an jemanden stehst, der mit dir redet, desto lauter ist er. Je weiter weg ich mich von einem Avatar, der gerade spricht, bewege, desto leiser wird er. In diesem Fall spreche ich gerade eben durch mein Smartphone. Du siehst, wenn sich Agrikultur weiter weg von mir bewegt, dass ich wahrscheinlich immer und immer leiser werde, bis du mich kaum noch mehr hören kannst. Bewegst du dich aber wieder auf mich zu, dann merkst du, dass ich immer und immer und immer und immer lauter werde. Also, falls du mal an einem Gespräch nicht mehr teilhaben möchtest, kannst du tatsächlich einfach weggehen. Sollte es aber dennoch passieren, dass dir jemand zu laut ist, zum Beispiel Mr. Tutorial hier, kannst du mit der Maus über sein Avatar fahren, die Leertaste drücken und gedrückt halten und ihn so hier leiser schalten oder für dich sogar ganz ausblenden. Sollte das mal unabsichtlich passiert sein, kannst du hier oben jederzeit Mr. Tutorial wieder zurückholen. Mit all diesem Wissen bist du bestens gewappnet für zukünftige digitale Events und natürlich auch, um in diesem digitalen Raum neue Leute kennenzulernen und vielleicht sogar Freundschaften zu schließen. So, jetzt wo das alles geklärt ist, betrete ich das digitale Foyer durch diese Glastür an der linken Vorderseite und schaue, was sich drinnen alles so finden lässt. Die Agrikultur Salzburg bedankt sich natürlich für deine Aufmerksamkeit und wünscht dir viel Spaß in diesem digitalen Foyer auf Mozilla Hubs. Wunderbar. Super. Also wem das jetzt zu schnell ging, man kann sich dieses Video-Tutorial noch und nöcher bei uns auf der Website angucken, überhaupt auf www.openmindfestival.at oder eben direkt www.argekultur.at gibt es alle Informationen, auch schriftlich. Es gibt ausführliche FAQs, also was die technischen Voraussetzungen angeht, die Usability vom digitalen Foyer. Es wird also alles gründlich erklärt, aber es ist tatsächlich ganz einfach und es macht sogar Spaß. Das haben wir zumindest rausgefunden, dass es das tut. Wichtig jetzt aber nochmal zu dem Tutorial, es ist tatsächlich, was wir hier gesehen haben, ist eine Vorabversion von dem digitalen Foyer. Das wird noch ein bisschen schöner aussehen und es wird auch andere Avatare geben. Mr. Tutorial tritt in der Form auch nicht auf, aber was es gibt ist tatsächlich, nochmal um das zu sagen, es steht da tatsächlich auch Personal von uns mit Avataren, also Ordnerinnen und andere Menschen, mit denen man Probleme oder Dinge besprechen kann, die anfallen. Es gibt zusätzlich die Möglichkeit über Discord
und da braucht man noch nicht mal einen eigenen Account dafür, technischen Support zu holen, wenn man den braucht. Mein Computer geht nicht, was muss ich tun? Das klären wir dann vor Ort, aber die Informationen vorab gibt es auf der Website. Du wolltest was ergänzen? Ja, ich wollte einfach sagen, weil für mich war das etwas kompliziert das erste Mal und deswegen einfach auch zum Üben vorbeikommen, schon eine Stunde vorher. So, die Slots sind relativ lang und diese Ordnerinnen und wir werden da sein und können auch einfach vor der AGE mit euch gehen üben, sozusagen. Es dauert aber nicht eine Stunde, es reicht auch 5 Minuten vorher. Also man hat es schnell drauf. So, ja, aber unbedingt. Also wer sich ein Ticket kauft, und da sind wir gleich beim nächsten Punkt, der bekommt diesen Link zugeschickt und dann kann man auch da schon rein und üben. Jetzt vielleicht nochmal ganz kurz den Timetable. Was muss man jetzt also tun, wenn man sagt, Mensch, das ist genau mein Thema, Open Mind Festival finde ich super, will ich hin. Als erstes die Entscheidung, möchte ich hier in die AGE Kultur kommen? Möchte ich mir eine VR-Brille aufsetzen und da eine Zeit drin verbringen? Oder möchte ich das von zu Hause aus am Mittwoch und am Freitag tun und ins digitale Foyer einsteigen? Wenn man dann diese Entscheidung getroffen hat, kann man sich online ein Ticket kaufen oder im Falle vom Donnerstag und Samstag, also den analogen Versionen, natürlich auch bei uns am Infopoint an der Tageskasse. Das geht allerdings bei der digitalen Version nicht, weil man muss ja einen Link zugeschickt bekommen. Das heißt, man muss mit einer E-Mail-Adresse kaufen. Also digitale Tickets fürs digitale Foyer gibt es tatsächlich nur online. Das Showcase kostet 10 Euro. Die Diskussionsveranstaltungen kosten auch ein bisschen was. Insgesamt gibt es aber auch einen Festivalpass, der kostet 20 Euro. Damit kann man alles angucken. Und das ist jetzt ganz wichtig, auch eben Hybrid Realms. Und zwar auch zweierlei Weise. Natürlich kann man da auch zu uns kommen, nicht ins Foyer, sondern vor allem in den Saal und analog teilnehmen. Man kann aber auch ins digitale Foyer einsteigen. Und das Ganze funktioniert so, dass wir die ersten drei zumindest, die ersten drei Diskussionsveranstaltungen wieder streamen werden, wieder mit bester, tollster und freundlichster Kooperation mit FS1, die uns da schon seit sehr langer Zeit und sehr professionell unterstützen. Dieser Stream geht dann ins digitale Foyer. Da steht man dann im Saal und guckt sich den Livestream an. Gleichzeitig aber haben wir eine Webcam im digitalen Foyer in den Saal. Das heißt, wir im Saal sehen auch die Avatare und wir können durch dieses Fenster sozusagen miteinander sprechen. Mal gucken, wie viel Zeitverzögerung es gibt. Aber eigentlich ist ein Dialog zwischen Avatar und physisch anwesendem Mensch da auch möglich. Also auch das kann man tun. Und wir sind immer großer Fan davon, damit haben wir in den letzten Jahren einfach sehr viel gute Erfahrungen gemacht, dass man sich das ganze Festival antut, einfach auch, weil diese Diskussionsveranstaltungen natürlich was miteinander zu tun haben, die bauen zwar nicht aufeinander auf, aber es ist sozusagen wirklich eine Dramaturgie dahinter und die künstlerischen Arbeiten soll man natürlich sowieso angucken, weil sie ganz toll sind. Genau, das war, glaube ich, alles, was ich zum Thema technische Voraussetzungen, was ist Mozilla Hubs, sagen wollte. Bestimmt habe ich was vergessen. Ach ja, ich habe natürlich was vergessen. Was es auch gibt, das schließt auch wiederum an das Thema von vorhin an, es gibt eine Netiquette, also es gibt tatsächlich einen Verhaltenskodex, den wir auch publiziert haben, was wir erlauben und was wir nicht erlauben. Den kann man nachlesen, also dass man sich zivilisiert benimmt in diesem Raum, wie man das auch vermutlich auch hier in der AGE tun würde oder zu Hause oder wo auch immer. Das ist uns wichtig und auch Datenschutz ist da nochmal ganz wichtig. Also auch das findet man alles ausführlichst im Programmheft, das es natürlich in Printform gibt, aber auch online unter www.openmindfestival.at. So, jetzt gibt es noch ein paar Punkte, genau. Oder einen Punkt eigentlich. Also es gibt vor allem einen Punkt und das ist sehr schön. Wir hatten ja die letzten Jahre auch immer ein Festivalradio mit der Radiofabrik zusammen und dieses Jahr wird das Radio zu einem Podcast. Das bedeutet vor allem, dass der Content dieser Sendung sich nicht aus den Panelistinnen zum Beispiel speist, die bei uns auf dem Festival sind, sondern sozusagen zusätzlich darüber hinaus Gesprächspartnerinnen sucht. Das macht Eileen Seil dieses Jahr. Sie macht das ganz wundervoll und sie hat schon sehr tolle Gesprächspartnerinnen gefunden und zwar zum Beispiel den ehemaligen Leiter der AGE Kultur, Markus Grüner-Musil, eben auch als kulturpolitischer Sprecher von den Grünen zu der Frage Digitalität
digitale Kunst in der Stadt und aber auch darüber hinaus. Dann Bernhard Auinger hat auch schon sein Statement abgegeben dazu, aber unter anderem auch Rakim Schmuck, und zwar von SARA. Das ist ein gemeinnütziger Verein zu Antirassismus und Diskriminierungsarbeit, Beratungsstelle gegen Hass im Netz. Also sehr, sehr spannende Gesprächspartnerinnen. Das ist am 9.11., außerdem am 16., am 17. und am 18. immer wie gewohnt um 12.06 Uhr auf der Radiofabrik. Genau, schaltet auf jeden Fall ein. Wir werden das dann auch nachher zur Verfügung stellen, dass man das nochmal nachhören kann. Aber live ist auch schön. Genau, also 9.11. ist heute. Ja. Genau, jetzt dann um 12.06 Uhr, also in gut anderthalb Stunden, die erste Folge des Podcasts. Und auch da erzählen wir nochmal ganz viel und auch, glaube ich, nochmal an einigen Punkten ausführlicher, worum es uns bei der ganzen Sache geht. Last but not least bedanken wir uns natürlich ganz herzlich bei unseren KooperationspartnerInnen. Ich habe sie eigentlich alle schon genannt, aber ich sage es trotzdem nochmal. Die Österreichische Gesellschaft für politische Bildung, ganz besonders FS1, natürlich Felix Ludwig, natürlich -1 und auch den Dachverband Salzburger Kulturstätten, der mit uns Hybrid Realms Teil 3 in Between Spaces co-veranstaltet, in Between Places, Entschuldigung, co-veranstaltet. Und ich glaube, das wäre alles, was zu sagen ist. Es gibt bestimmt unglaublich viele Fragen. Mit den anwesenden Personen können wir die jetzt gleich noch im persönlichen Gespräch klären. Ansonsten kauft euch ein Ticket, guckt euch das an. Das ist wirklich sehr besonders für Salzburg, für die Stadt, fürs Land. Sowas gibt es in der Form noch nicht. Es gibt es schon natürlich woanders. Es gibt ein ganz tolles Projekt in Linz, das ich vielleicht noch als Referenzprojekt erwähne, vom Francisco Carolineum, also vom Museum für Fotografie. Die haben seit letztem Jahr einen Ort sozusagen auf, ich glaube, Voxels ist die Plattform, mit dem sie bislang 13 Ausstellungen gemacht haben mit über 40.000 BesucherInnen. Seitdem, so viel werden wir bei dem Festival sicher nicht kriegen, aber ein paar wären schön und wir wollen euch Lust machen, da zu kommen. Es steckt sehr viel Arbeit drin, sehr viel Herzblut, sehr viel Liebe, sehr viel Neugier, sehr viel Verunsicherung, sehr viel Panik, noch mehr Panik, manchmal geht das Internet nicht, sehr viele LAN-Kabel, unglaublich langer Tech-Rider, also es ist alles drin, was man braucht für ein hervorragendes Kunsterlebnis, aber eben diesmal digital, und wir freuen uns sehr, wenn ihr alle kommt. Der Vollständigkeit halber. Darf ich nur Influx erwähnen? Natürlich. Als Kooperationspartner. Ja. Genau, also Berührung wird co-produziert von Influx, Netzwerk für Tanz, Theater und Performance. Und ab Lisa Hinterreitner, also die Produktionsfirma von Lisa, genau, co-produziert ihre Arbeit. Das natürlich darf ich nicht vergessen. Gut, dann Fragen gleich, nachdem wir den Stream abschalten. Sonst noch was zu ergänzen, Theresa? Nur offene Fragen. Kommt noch danach. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Wiedergucken. Traut euch. Genau, es ist nicht böse, es ist ganz lieb. Open Mind, Digital Body. Viel Spaß dabei.